Mama, wir sind in der Zeitung. Und tatsächlich, 2 Tage nach unserer kleinen Aktion in der Tuttlinger Stadthalle hat der Grenzbote bzw. die Schwäbische Zeitung darüber berichtet. Wobei mir allerdings die Online-Headline wesentlich besser gefällt. Auch vielen, vielen Dank an die ganze TikTok-Gemeinde. Unser Video ging wirklich viral. Nach knapp 36 Stunden schon über 500.000 Zugriffe darauf und überwiegend positive Reaktionen. Vielen Dank. Ja, schauen wir mal an, was die Mainstream-Medien geschrieben haben, weil die Schwäbische Zeitung ist leider auch nichts anderes wie ein Mainstream-Medium, das eben unreflektiert irgendwelche DPA-Berichte verbreitet, ohne wirklich darüber nachzudenken. Aber egal, komm, wir lesen mal. Es begann in der Stadthalle etwa 10 Minuten nach Veranstaltungsbeginn. Offensives Gähnen in der dritten Reihe. Dann klingelte ein Handy, dann ein anderes. Okay. Das offensichtliche Gähnen, offensive Gähnen kam natürlich dadurch, dass der Herr Schwarz wirklich nur, ja, Bullshit verbreitete. Ich kann es nicht anders sagen. Er sprach von einer sicheren und preisgünstigen Energieversorgung. Hey Leute, wir sind hier in Baden-Württemberg. Wir haben sogar eine Stromwarn-App. Das heißt, wenn der Strom hier knapp wird, was es ja noch nie gab vor Abschaltung der Atomkraftwerke, bekommen wir eine Meldung via App und dann müssen wir den Strom runterfahren. Und dann erzählt uns der Herr Schwarz irgendwas von einer sicheren Stromversorgung. Deshalb, sorry, Bullshit. Als der Herr Schwarz dann noch eine offensichtliche Lüge, nämlich die über die Korrektivrecherche, wo er nicht mal wusste, dass sie in Potsdam stattgefunden hat, aber komm, egal, es sind halt die Grünen, herannahm, um die Opposition noch zu diffamieren, hat's wohl den meisten gereicht. Wir lesen weiter. Schwarz sprach gerade von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Da stand erst eine Frau auf, dann weitere Besucherinnen und Besucher. Ja, meine Lieben, Putins Angriffskrieg, da gibt's gar nichts irgendwie zu beschönigen. Der Putin hat die Ukraine angegriffen, ganz klar, aber die Frage nach dem Warum wird eben nie gestellt. Oder sag ich mal, verfälscht. Ne? Und jetzt kommt's. Eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten, mutmaßlich aus Querdenkerkreisen, verließ geräuschvoll den Saal. Ja, Leute, es ist halt einfach so, wenn man, wenn 15 bis 20 Leute aufstehen, dann gibt es eben eine gewisse Geräuschkulisse, aber das war sicherlich keine Absicht. Also, Entschuldigung, liebe Grünen. Ein Mann warf noch ein Scheiß auf die Grünen in den Raum. Ein anderer Mann in gelber Warnweste und der Aufschrift "Die Ampel muss weg" folgte ihm ein paar Minuten später und ließ krachend die Tür zufliegen. Skandal! Aber Leute, wenigstens hat der Mann, der Scheiß auf die Grünen gerufen hat, nicht gerufen "Töte die Grünen" oder "Die Grünen sind alles Schmeißfliegen" oder "Die Grünen sind alles Ratten". Ne? Das hat man auch mal hin und wieder gehört, so im Zusammenhang mit der AfD, ne? Von wirklich, sag ich mal, Politikern, die in Verantwortung stehen. Ne? Das war was ganz anderes. Ja, liebe Schwäbische Zeitung und Mainstream-Medien, ja, wozu ich euch natürlich zu 100% zähle, wir sind tatsächlich Querdenker und wir sind stolz drauf. Was sind denn Querdenker? Querdenker sind Menschen, die selbstständig und eigenverantwortlich denken, die sich also nicht so auf das betreute Denken der Mainstream-Medien verlassen, sondern die Dinge einfach mal hinterfragen. Und viele Forscher, die uns Fortschritt und Technologie gebracht haben, waren Querdenker. Die haben einfach mal weitergedacht und dann irgendwelche Dinge erfunden, von denen wir heute profitieren. Querdenker wurde erst durch euch während der Corona-Krise zu einem, sage ich mal, negativ besetzten Begriff. Das wollen wir hier einfach mal festhalten. Ja, und meine liebe Schwäbische Zeitung, wo wart ihr denn damals während der Corona-Zeit, als wir Ungeimpfte und Querdenker beschimpft und übelst diffamiert wurden, als Schädlinge, als Mörder teilweise, als blindarm und so weiter, ne? Und im Nachhinein, meine lieben Mainstream-Medien, hatten wir doch mit allem, was wir damals gesagt haben, recht. Wir haben uns nämlich damals schon gefragt, wie kann es sein, dass eine mRNA-Impfung, die die letzten 10, 15 Jahren nie offiziell zugelassen wurde, in 5 bis 6 Monaten oder nach 5 bis 6 Monaten Entwicklungszeit zugelassen wurde. Das ist doch mal eine berechtigte Frage, oder findet ihr nicht? Oder wir haben uns auch damals gefragt, was
bringen denn die ganzen Maßnahmen? Sind diese Grundrechteeinschränkungen denn rechtens? Und. Diese Fragen haben wir uns gestellt und wurden als Nazis, als Aluhutträger, rechtsextrem und so weiter beschimpft. Und ich kann euch eins sagen, in unserer Spaziergängergruppe hier in Tuttlingen und in vielen anderen, ich habe schon ganz, ganz viele Leute aus diesem Bereich kennengelernt, bis jetzt konnte ich noch nicht einen Nazi oder Rechtsextremen darunter finden. Das mal zu eurer Information. Und wir haben auch schon viele Leserbriefe an euch geschickt, ja, die natürlich nicht abgedruckt wurden, weil, boah, die bösen Querdenker, ne, also denen kann man ja nicht trauen. Aber Leute, das ist einfach nicht der Diskurs, den wir brauchen in einer freien Gesellschaft, sondern wir brauchen verschiedene Meinungen, über die man dann auch streiten kann und sich damit auseinandersetzen kann. Ich habe also als Bürger auch das Recht auf, sage ich mal, Desinformation, ja, weil ich muss letztendlich entscheiden, was für mich die richtige Information ist, was für mich die richtigen Quellen sind und ihr lieber Grenzbote oder Schwäbische Zeitung seid's sicherlich nicht. Ja, und jetzt 1,5 Jahre nach Corona müssen wir doch wirklich feststellen, dass die Querdenker in allem Recht hatten. Corona war nie so gefährlich, wie uns verkauft wurde. Die Impfung hat nicht vor Ansteckung und vor Weitergabe geschützt. Die Impfung hat schwerste Nebenwirkungen bis zum Tode verursacht, über die aber gar nicht berichtet wird. Ja, und warum möchte denn zum Beispiel unsere Regierung keine Aufarbeitung? Ja, warum wohl? Wenn die jetzt doch alle ein gutes Gewissen hätten, ein reines Gewissen, dann wäre das doch gar kein Problem. Dann würde man feststellen, dass alles, was die gemacht haben, richtig war. Aber das war es ja nicht. Wissen wir ja mittlerweile. Ja? Die Maßnahmen waren für die Katz. Die Impfung ist für die Katz. Dass die vor schweren Verläufen schützt, ist bis heute nicht bewiesen. Ich kenne mehr Menschen, die an der Impfung jetzt leiden oder durch die Impfung leiden, wie durch Corona selbst. Und vielen von euch da draußen geht's wahrscheinlich auch so. Also, wir Querdenker hatten in vielen Sachen recht, aber es wird nicht aufgearbeitet. Und von einer Presse erwarte ich eben eine kritische Meinung zur Regierung. Dafür seid ihr da. Ihr seid nicht dafür da, die Meinung und die Message der Regierung nach außen zu tragen. Nein, ihr seid dafür da, das zu hinterfragen. Und zwar kritisch. Und das macht ihr schon seit Jahren nicht. Und deshalb, liebe Mainstream-Medien, liebe Schwäbische Zeitung, lieber Grenzbote, kann ich euch leider nicht mehr für voll nehmen. Trotzdem stehen wir natürlich für jede Diskussion zur Verfügung. Aber die war bis jetzt nicht gewollt. Die wird wahrscheinlich auch nie gewollt sein, weil dann wahrscheinlich so einige Dinge rauskommen würden, ne? Zwinker-Smiley. Ja, wir haben übrigens als Spaziergänger in der Region Tuttlingen und Hegau ein Buch verfasst, wo wir dann unsere Geschichten während der Corona-Zeit reingeschrieben haben. Weil wir sind ja damals wie Aussätzige behandelt worden, wir sind ja in keine Kneipe reingekommen, wir wurden ja überall abgewiesen, ne? Weil wir nicht geimpft waren, weil wir uns nicht testen ließen und so weiter. Ja, wir waren halt die Querdenker. Auf jeden Fall mal interessant, ich werde unten die E-Mail-Adresse verlinken, wo ihr das bestellen könnt. Da haben also einige Leute von uns reingeschrieben, wie sie sich gefühlt haben während Corona. Das solltet ihr euch vielleicht mal anschauen, lieber Grenzbote, liebe Schwäbische Zeitung. Ne? Und beim nächsten Mal vielleicht die Dinge mal ein bisschen hinterfragen, bevor ihr irgendwelche Leute diffamiert. Das an der Stelle. Und jetzt noch eine ganz kurze Geschichte, wo man einfach merkt, ihr habt leider gar nichts gelernt. Ich habe nämlich in der Printausgabe, die habe ich mir heute mal ausnahmsweise gekauft, das habe ich gelesen. Mann wirft Glasflasche nach Mädchengruppe. Hier haben wir gerade den nächsten Skandal. Ja? Weil ein 24-jähriger Mann wirft eine Glasflasche nach 13-Jähriger. Also ich gehe mal davon aus, wenn es ein Deutscher gewesen wäre, würde es drinstehen. Und das ist genau diese, Pressearbeit, die kritische Menschen mittlerweile ablehnen. Ja? Und ich gebe auch eurem Blatt nicht mehr allzu lange. Überall sinken die Print- sinken die Auflagen. Und ja, ich muss sagen, das geschieht euch recht, Leute. Wer so oberflächlich berichtet und den Bürger für dumm verkaufen möchte, der hat es nicht verdient, hier irgendwas zu veröffentlichen
und seine Auflage zu steigern.